Herzlich willkommen zu diesem Grundkompetenzen-Video zu Windows 11 und diesmal geht es um das Einblenden von sogenannten Dateinamenerweiterungen, also wie zum Beispiel DocX. Ich habe hier einen Windows Explorer geöffnet und wir sehen hier ein paar Dateien und diese Dateien haben hier keine Dateinamenerweiterung. Wenn wir uns das hier anschauen in der Detailansicht, dann wissen wir, dass es ein Microsoft Word Dokument ist und das müsste hier eigentlich eine Dateinamenerweiterung .docx haben. Wie kann man es einblenden? Ich gehe auf Anzeigen, Einblenden und wähle hier Dateinamenerweiterungen. Und schon werden die Dateinamenerweiterungen eingeblendet, nämlich bei Dateien und nicht bei Ordnern. Und hier habe ich zum Beispiel eine Grafikdatei, ist eine JPEG-Datei, .jpeg. Daran erkenne ich das. Ja, und soweit wäre es das. Danke für deine Aufmerksamkeit.